So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier stehen geblieben. Was brauchen wir jetzt? Benutze einen Polsterspray. Ja, ist schön, wie die Polsterspray. Haben wir doch. Oder haben wir nicht? Hä? Otto Staubsauger. Mülleimer. Polsterschaum. So, natürlich hier machen wir jetzt hier weiter. Den Rest haben wir ja schon fertig hier. Das lief ja natürlich bei mir anders ab, wo ich die Autos geputzt habe. Im Autohaus. Dann lief es komplett anders ab. Das haben wir nicht so gemacht. Wir haben hier so einen Reiniger gehabt, der Schaum hat im Wasser. Und dann haben wir erstmal Wasser dazu gegeben, also nass, haben wir die Sitze gemacht, da mussten wir akkurat sein, und dann haben wir trocken, mit der Luft trocken abgewischt, dass sie nicht mehr nass waren, die Sitze, und das war besser als wie das, mit dem Polsterscheiß haben wir gar nicht gemacht hier. So ist das gar nicht abgelaufen. Also wie gesagt. Ich hab das mal gelernt. Also wir haben das komplett anders gemacht. Och, sämtliche Stühle haben wir da mitgemacht hier. Polsterstühle hier. Perfekt gemacht. Oder? Weiß ich nicht. Stimmt. Sitz reinigen, okay. So. Wir müssen mal hineingehen. Da kann man besser gucken. Ja, warte. Wir brauchen wieder die Polsterreinigung. Und den Reiniger. Zack, 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 zack. Muss mal da reinigen, okay. Warte mal. Wie kann man? Muss man ja immer skippt, das ist man ja. Da ist die nächste Matte. Oh Gott, ich dachte schon ja. Und fertig. Nein, das bitte. Hä? Ich bin so klein. Junge! Hast du es gerade gesehen? Ja. Ich hing im Boden. Also, ich weiß ja nicht, was sie hier machen, aber. Halt. Hier. Tu mal bitte öffnen. Haben wir hier hinten schon? Nein. Ist auch was. Sag ich doch. So. Dann. So. Gute Arbeit, Zeit nach Hause zu gehen. Okay, dann machen wir hier bitte mal zu. Und dann machen wir mal zu. Und dann packen wir das mal weg. Ja. Wir wollen es ja nicht mitnehmen. Und tschüss, Jungs. Wir gehen nach Hause. So, und jetzt kommt das Schlimmste. Bitteschön. Spaß mit dem Video.
Überschwemmung. Scheit! Wir haben keine Arbeit mehr. Flap. Das ist ja wie bei Batman. Klick. So. So, Jungs und Mädels, jetzt geht's zum Computer. Jetzt sind wir der Chef. Der Chef im Ring. Und nun? Johnson. Oh. Aufgabe akzeptieren. Ich kann gar nicht. Ich kann gar nicht ablehnen, weißt du? Ich muss einfach machen. Auto abstellen. Steht doch hin da. So. Tippe Radmenüs im Shop aus. Was? Shop. Polierset, Karosserieset. Kaufen. Set. Na, passiert doch mal, Mann, Junge. Ist doch gut. So. Ach du Scheiße. Dann jetzt mal los hier. Da kennen wir doch schon. Nimm mal mit, danke. Schau mal aufs Auto auftragen. Ja. Komm, wir machen das Ding ja erledigt. Mensch und Mensch, machen wir es richtig, oder? Ja. Scheiben mit hier, ist mir egal, wird poliert. Ja, war das auch so? So ein Schaumzeug? Was? Beim Auto putzen? Nein. Was habt ihr denn gemacht? Wir hatten eine Waschanlage. Wir haben es bloß nachher abgesprüht. Mit den Hochdruckreiniger, was ich gleich benutze. Da fliegst du weg. Wenn du von denen getroffen wirst. Wieso? Ja, weil das ein Hochdruckreiniger ist. Mann. Das siehst du gleich. So, jetzt sind wir in unserer eigenen Werkstatt. Und jetzt geht's ans Geld verdienen. Wir hatten da zwar Lohn gekriegt, aber wir hatten ja bloß, wie ihr seht, 1700 hat man bloß zur Verfügung. So. Oh, hier ist noch nicht gewaschen worden. Dann da ist noch nicht gewaschen worden. Hin da. Dann kaufen wir uns Melinda. Jetzt ist schön weiß, Papa. Du könntest mal das Auto lassen. Und schauen wir das Auto auftragen, okay? So, jetzt geht's ab. Jetzt haben wir Hochdruckreiniger. Das meine ich, siehst du? Hm. Das ist ein Hochdruckreiniger, ein richtiger. Na gut, fürs Spiel hier ist das ausreichend. Ist ja kein richtiger. Wir müssen natürlich noch trocken polieren, das ist natürlich klar. Da müssen wir drin im Auto, oder? Nee, nicht drin im Auto. Außen. Nur, oder? Weil wir haben hier keine Waschanlage, vielleicht kannst du die später noch dazu kaufen, ich weiß es nicht. Aber jetzt haben wir kein Dings, das ist ein Audi. Oder ist das ein BMW? Ich habe keine Ahnung, muss aber mal gucken. So, wie gesagt, trocken polieren, dann kriegen wir die. Ich freue mich schon auf das, den anderen Part. Welchen anderen? Im anderen Spiel. Jetzt bist du erstmal hier bei der Sache, klar? Ja. Das ist aber noch nicht das Spiel, was Papa mal aufgenommen hatte. Na gut, hat er schon mal aufgenommen, aber es ist nicht das. Was ich meine. Was ist denn das überhaupt für ein Auto? Was geht zum Telefon, um den Auftrag, zu beenden? Hä? Wir sind noch gar nicht fertig, Mann.
Ernsthaft? Die sind schon fertig? Vier Sterne. Der wurde doch. Geh zur Fotowand. Ja, schön für die Fotowand. Der wollte doch bestimmt mehr haben. Ja. Und bitte hänge ich jetzt nicht auf. Verschiebe die Leiste. Okay. Das sieht mir jetzt zwar nicht, aber okay. Was will ich jetzt mit dem Lappen? Da ist kein Auto mehr da, du Knallfrosch. Benutze den Auftrag, um den nächsten Auftrag zu wählen. So, was hast du? Auto waschen, Karosset 1. Okay. Karosse polieren, Polierset 1. Oh Gott, jetzt muss ich auch noch ein Polierset kaufen. Das Auto glänzt nicht mehr wie früher. Das ist wohl klar, wenn du so eine alte Kiste da fährst, Junge. Hier, stell ab das Ding. Polierset. Okay. Shop. Polierset, da haben wir es doch. Kaufen. Set passieren. Dankeschön. Aber wir tun es erstmal waschen. Auto waschen. Ja, damit. Polieren können wir später. Wo? Mhm. So, komm her hier. Ja, komm her hier. Da. Ich wasche mal erstmal. Meine Güte, ist das schlimm hier. Eine kleine Quackkugel hier. Weißt du, denke, das Auto hält 100 Jahre hier. Und sieht schön aus. So. Schön aussehen. Schön poliert, meine ich. Knallfrosch. Das kann mit Rot genauso passieren. Also halt eine Klappe. Dass es nicht mehr aussieht wie früher. So, hier verdecken wir das Nummernschild. Braucht gerne zu sehen. Ist hässlich. So, gucken, ob das jetzt eigentlich. Ja, kannst du mal jetzt die Scheibe hier noch fertig machen? Danke. Mal gucken. Ob das nur ausreicht, hier das abzuwaschen und danach polieren, weißt du? Oder muss man das trocken machen? Ich glaube, trocken machen wir. Mhm. Beim Polieren muss ich glaube, trocken machen. Das heißt, wir müssen danach den Lappen noch nehmen. Damit meine ich nicht mich den Lappen, da muss man einen richtigen Lappen nehmen. Mhm. Reinigungsset, naja, ist doch schön. So, dann müssen wir einen Klubbel bestimmt trocken machen. Oh Gott. Die scheiß Maus, die geht mir auf den Sack heute. Das Auto ist sauber. Müssen wir das jetzt trocken machen? Ganz hier. Wir gucken. Da ist noch nicht sauber. So, wir gucken mal jetzt. Moment. Ich nehme mal ditte. Und nehme mal ditte. Die Taschenlampe hilft beim Finden der Lackkratzer am sauberen Auto. Benutze Dings, um die Beleuchtung. Okay. Du sollst mal jetzt nehmen, das hier Lumpe, Mann. Knallfrosch. So, Moment. Ha, wusste ich's doch. Nein, das. Danke.
Man sieht zwar nicht hier, ist kein Licht hier, weißt du? Okay. So, wie gesagt, das ist. Ah, da sehe ich schon mal ein paar Kratzer. Sie sehen? Wieso? Da sehe ich auch Kratzer. Das ist kein Wasser. Das sind Kratzer. Warum? Die soll man polieren. Mit Polieren kann man Kratzer ausbügeln. Das muss man auch machen. Da ist noch Schaum drin. Machen wir den Schaum weg, danke. Ah, ruhige Hand ist gut. Hier ist noch Schaum. So. Das sind auch Kratzer, das ist kein Wasser, sonst wird man es wegkriegen. Oh, tu mal aus, wie wir wendeln. Wie viel waren das? Das wird man wegkriegen. Das kriegen wir nicht weg, also sind es kein Wassertropfen. Du Frosch. Ich meine, wie viel Prozent waren das, weil du das weggemacht hast? Ausgeschüttet hast, bitte. 74 schon. Hier haben wir schon. Hier müssen wir noch. So. Auslernen. Es dürfte es eigentlich funktionieren. Wenn nicht, muss ich es das nächste Mal machen. Was denn für ein Schaum? Wo siehst du hier noch Schaum? Hey Jungs, das ist nervig. Einfach nur nervig. Das war's hier, jetzt leck mich doch am Arsch hier. Da war noch Schaum, wie die sehen wird. Ja? Springst du mal schnell rein? So, jetzt aber. Das ist belastend, da.
Ernsthaft? Sag doch, es muss trocken sein. So, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Ist eigentlich sauber? Hab es doch. So. So. So, wir machen jetzt aber Feierabend. Ich wünsche euch noch was. Haut rein und tschüss.